Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 4.5.2023. Und zum Mittwoch ist jetzt erstmal die erwartete große Welle ausgeblieben. Also es steht ja eine wirklich sehr spannende Woche eigentlich an. Den Mittwoch jetzt mal mit inkludiert. US-Notenbank hat jetzt zum Mittwoch den ersten Vorreiter gemacht. Kommen auch noch schöne Zahlen jetzt am Donnerstag weiter. Von daher war eigentlich schon zu erwarten, dass ein bisschen mehr Bewegung ist. Dafür, ja, der Junge wo aus, wie es muss das Brett bald wieder rausziehen. Das ist nämlich jetzt erstmal ausgeblieben. Wir haben, ich sag mal, im Bereich um 87, 97 eröffnet. Sind dort auch wieder rausgegangen. Das heißt, hat jetzt erstmal nichts gekonnt, oben nichts wie unten nichts. Wir hatten gestern eingeleitet, dass ich grundsätzlich auf Basis dieser rein dreiwelligen Abwärtsbewegung, die wir hier hatten, schon eher oberhalb von 800 auch einfach wieder long handeln würde, wieder in die 900 rein, und wenn er das packt, auch weiter in die 16.000. Ist jetzt nur knapp an die 900 rangekommen, noch keine 16.000. Hat aber in dem Sinne auch bloß wieder gezeigt, dass der Stress vom Vortag komplett vergessen war auf einmal halt, ne? Wie es wäre gar nichts gewesen. Und das ist ja nur was, was wir wirklich die ganze Zeit hier immer wieder drin haben, ne? Die roten Flanken sind immer mal sehr impulsiv und auch sehr imposant hier drin stehen. Überall haben wir die jetzt die ganze, auf der ganzen Ebene von links nach rechts immer wieder so eine Kerzen drin, aber passiert halt einfach nichts, ne? Er schiebt die einfach noch zur Seite. In dem Sinne erstmal ein bisschen Entwarnung, ne? Also das Ding hat sich jetzt hier nicht gravierend nach unten entladen und durchgezündet. Ist jetzt hier eher zur Seite gelaufen, sieht ein bisschen nach einer SKS-Formation aus, die jetzt hier werden könnte. Wäre aber noch zu früh, ne? Fehlt jetzt hier noch ein zweiter Knick unten auf die Nackenlinie. Dann müsste die auch noch aktiviert werden, indem der Markt runtergeht. Hätte aber ansonsten, können wir ja mal durchspielen, das Szenario. Sollte es tatsächlich eine SKS werden. Hoppala. Hätte man Bewegungspotenzial, was man hier dann auf die Nackenlinie nach unten legen könnten. So, einmal hier runter und nochmal von unten weg. Copy-Paste mit B. Was zumindest mal in eine 15.400 reinreichen würde. Rein theoretisch, ja. Also wir hätten dann auch im Bereich um 3.50. Das kennen wir alles. Das ist nichts Neues. Wir hätten im Bereich um 3.50 auch noch den Gap close. 400, 3.50, das ist ohnehin unser erstes Ziel, wenn er denn mal unten rauskommt. Aber er muss eben auch unten rauskommen. Und ich sag mal, so wie er jetzt wieder steht, ganz ehrlich, ich würde, wir haben auch unsere Lisa hier einfach wieder long reingelassen. Wir haben gesagt, am Vortag, alles was über 800 ist, würde ich long handeln. Haben wir gemacht, und die hat ihre Punkte rausgeholt und würde ich wieder reinhängen jetzt am Donnerstag. Wenn der wieder über 800 nach oben schießt, dann wieder rein in die 900 handeln, wieder probieren, vielleicht auch noch 16.000 zu kriegen. Also, und wenn wir es wirklich 20.000 mal hintereinander machen und der hier noch 5 Jahre zur Seite liegen bleibt, dann ist das halt so, ne? Also nicht zu viel wollen. Erstmal ruhig mal mit dem Teilverkauf auch arbeiten in den Bewegungen. Ich würde aber hier einfach dabei bleiben. Gleiche Gelaber wie die letzten Tage. Wenn er über 800 sich wieder hochdreht, dann schafft er es locker auch wieder bis in die 900, 29 rein. Oben auch die 16.000 wieder erreichbar und sogar auch ein höheres Hoch. Denn das, was wir gestern besprochen hatten mit diesem höheren Tief, das ist noch gleich geblieben. Der erste Schub ist jetzt schon geschafft, dreht er sich jetzt aus dem Abverkauf zum Abend jetzt wieder nach oben auf, drückt sich zügig über eine 850 auch wieder drüber. Und wenn das ihm gleich am Morgen gelingt, könnte es sogar mal ein bisschen auf der Oberseite übertreiben, ne? Also könnte durchaus hier ein neues Hochsetzen und dann bestimmt schon wieder zusammenfallen. Ja, also da bin ich sehr gespannt. Donnerstage sind nun prädestiniert dafür, eigentlich auch dieses klassische Hin- und Herlaufen. Ja, wird sehr interessant. Das ist schon ein bisschen ernüchternd, was jetzt hier mit der US-Notenbank an Bewegungen entstanden ist, also ganz schön träge, ohne Signal, innerhalb der Vortageskerze, klassische Inside Day, eigentlich zur Seite orientiert, mehr auf der Oberseite aktiv gewesen als auf der Unterseite, das darf man immer nicht vergessen, nur weil unter geringem Volumen am Schluss hier eine Bewegung noch nach unten runtergezogen wurde, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass der Tag insgesamt schwach war, denn wir sind am Eröffnungsniveau, ja? Das heißt, wir haben über den Tag, haben wir, kann man sagen, wie viele Handelsstunden hat der Tag? 14, ja. Also wenn man hier unsere 8 bis 22 Uhr Indikation reinnimmt, dann haben wir im Plus gehandelt knappe 100 Punkte und im Tagesminus gehandelt knappe 50 Punkte. Das heißt, er war schon eher auf der Oberseite aktiv als auf der Unterseite.
Auch wenn der Schluss jetzt natürlich nicht prickelnd ist, aber es ist einfach nur ein Seitwärtstag. Es ist ein reiner Seitwärtstag, dem wir jetzt erstmal noch nicht zu viel Überbewertung beimessen wollen. Ansonsten bleiben alle Kanten unverändert. Ne? Wir haben diese Unterkante hier im Bereich um 700, die wichtig ist, wenn er denn bricht. Wir haben diesen massiven Supportbereich, der aber knapp darunter schon auf ihn wartet, um eigentlich ein Fehlsignal zu generieren. Ne? Also das wäre prädestiniert dafür. Für unten 700, großer Bruch, dann aber 660 schon wieder die Drehung, schnell zurück und wieder ran an die 900 und an die 16.000. Also so würde ich jetzt einfach hier spielen halt, ne? Das heißt, in dem Bereich um 700 bis 660 gucke ich ganz genau hin, ob da grüne Stundenkerzen kommen am Donnerstag. Kommen da grüne Stundenkerzen, dann, wie ich euch das gestern auch erklärt habe, ne, habe ich euch auch gesagt, ich würde in so einer Stabilisierung wie auch hier in so einer Stabilisierung immer mal wieder long probieren, in die Bewegung rein, knapp absichern und Stundenkerzen. In der Regel verliert man dann wesentlich weniger, als man gewinnt, wenn es dann für einen anläuft. Und so würde ich hier einfach auch wieder rangehen. Das heißt, wenn hier unten Stabilisierung und eine schöne Umkehr kommt, Longhandel, wenn es denn überhaupt da unten dazu kommt. Ne, ansonsten, wenn er sich zügig nach oben gedreht kriegt, kann man sogar auch auf erhöhterem Niveau nochmal probieren, was mitzunehmen. Wie gesagt, wenn der, wie ich gerade erklärt habe, ne, wenn er dieses schnelle, frühe Hochkommen dann über 850 macht, über 800 geht, ich würde dann, also ich würde Long nicht zurückhalten. Wenn ich ein Long-Signal kriege, auf welcher Ebene auch immer, mit welchem Setup auch immer mir das ein Long-Signal gibt, ich würde das handeln halt, ne? Weil immer wieder der Platz da ist, bis in die 900 rein und bis in die 16.000. Ja, unterhalb von 7,50 würde ich nicht jedes Long-Signal handeln, aber grüne Stundenkerzen würde ich antraden. Ja, also, wenn ich sehe, der ist nach unten gekommen, der hat hier wirklich rot was abgelassen, der hat richtig sich mal ein bisschen ausgetobt, der hat sich die Hörner ein bisschen wund gerieben und der flacht dann ab, der stabilisiert und dreht sich auf, das würde ich traden. Aber ich würde nicht pauschal jetzt hier unter 7,50 nach nach Long Letzchen. Ne? Also ich würde mich da nicht drum kloppen, dann da unbedingt Long handeln zu müssen. Aber in dem Bereich, das fände ich interessant halt, ne? Wenn da sich was entsteht, ansonsten würde ich ruhig warten. Und das ist mir auch egal, wenn ich schon der Letzte bin, der hier reinspringt, die paar Punkte nach oben, die hat er jetzt eigentlich immer bedient, ne? Das ist immer fast durchgelaufen und weitergemacht. Und mehr kann ich hier gar nicht mitgeben. Ja, also wir haben kein neues Signal, wir sind zur Seite gelaufen. Die FED hat jetzt hier erstmal nichts bewirkt. Wir sind oben nicht raus, wir sind unten nicht raus. Donnerstage sind prädestiniert dafür, seitwärts zu laufen. Ja, kommen gerne auch mal wieder ein Stößchen zurück. Klappt nicht immer, aber öfter. Und von daher gucken wir mal, was das jetzt hier wird. Die Marken oben und unten sind alle bekannt, haben wir jetzt dreimal durchgekaut. Von daher mache ich einfach zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.